Und herzlich willkommen zum zweiten Finale. Finale sage ich schon, zum zweiten Viertelfinale. Ich muss mal kurz mein Mikro raussuchen, weil irgendwer gefragt hat. Ich schicke mal den Link kurz rein. Leute, das kostet mittlerweile nur noch 100 Euro. Als ich mir das gekauft habe, hat es noch 180 gekostet. Willst du mich verarschen? Lol. Willkommen im gewundenen Wald. Ja, mal gucken, was hier so abgeht. Das erste Mal Echo. Bin ich mal gespannt. Leute, die stehen einfach in der Base rum. Ja, warten wahrscheinlich noch auf das. Auf den Pot oder so. Keine Ahnung, was sie da machen. Was machen die da? Stehen in einer Base rum. Alle drei. Der Name vom Java, ne? Wer es übersetzt, was die über wer die weiß, was das heißt, übersetzt, ne? Richtig cool vor allem. Richtig cool ist der. So, Wayne gegen Riven und auf der Botlane Echo gegen Vladimir. Also den Echo-Skin habe ich noch nie in-game gesehen. Echt noch nie in-game. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Nachricht bekommen. Aber nee, kein Follower, kein neuer. Alter, es geht draußen ab, Alter. Voll der Sturm, ey. Ich werde hier schlägt gleich ein Blitz sein und auf einmal stürzt alles ab und so. Bin aber überlegen, ob ich das Halbfinale nicht doch morgen machen soll. Weil dann haben wir heute 4 Spiele und morgen 3 Spiele. Dann müsst ihr morgen nicht extra für ein Spiel nur einschalten. Hier wird ja schon harten Gage, hat versucht. Haben gerade versucht, den Echo hier wegzusnacken, aber Echo hat natürlich seinen Dash. Was meint ihr? Morgen lieber 3 Spiele und dafür heute nur 4? Oder heute 6 Spiele und morgen nur 1? Also ich wäre eigentlich dafür, dass wir morgen Halbfinale und Finale machen. Das wäre viel schlauer. Oh, jetzt versucht der Echo hier schön zu engagieren. Natürlich braucht der Stun ein bisschen, diese Blase braucht ein bisschen länger. Riven wird natürlich ganz schön down gepokt hier. Weil nimmt er erstmal den Altar ein, würde ich an der. Wo ist der Jarvan AFK? Ach ne, dachte gerade. Hey, wieso Montag ist keiner online? Morgen ist Sonntag. Morgen Halbfinale und morgen Finale. Ich, also ich wäre dafür. Weil ich heute auch nicht so viel Zeit habe dafür. Also ich müsste mich dann mega beeilen. Ja. Oh, hätte die Vayne gerade den Schuss an den Tower getroffen? Ja, okay, dann machen wir heute mit Halbfinale und morgen dann nur Finale. Ja, mal gucken, was hier noch so passiert. In dem Spiel ist ja noch früh. Gold ist immer noch gleich. Oh, schön der Echo Engage hier.
weiß natürlich nicht, dass der Jarvan da ist, aber die Vi kommt da gerade rein. Jarvan ist ein Level unter ihr. Vladimir kommt da jetzt auch. Wird aber nichts weiter passieren, glaube ich. Ne, passiert nichts weiter. Oh, hier schön der Engage vom Jarvan. Jarvan aber auch, Jarvan. Ja, das war auch das First Blood. Der Vladimir hatte natürlich noch sein Pool und konnte damit nicht so viel... Er konnte damit schön viel Damage abfangen. Aber wieder den Stun nicht getroffen mit der Mauer. Ja, ich glaube, wir machen das Finale auch Best of 3. Ja, okay, machen wir das so. Heute Viertelfinale und Halbfinale und morgen Best of 3 Finale. Nee, Best of 5 ist unnötig, finde ich. Also Best of 5 finde ich jetzt nicht so nötig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es ist so mega am Regnen draußen. Es ist echt lange nicht mehr so heftig gewesen. So, was hat die Wayne gerade gemacht? Was war das denn für ein Engage? Aber er hat wahrscheinlich nur gebaitet für den Jarvan. Schöner Flash von der Riven, konnte sich dann noch safe raus flashen. War ein schöner Bait von der Wayne. Ich dachte gerade, what the fuck macht sie da? Aber war ein Bait. Leute, das Vladimir Ulti. Das war ja mal mega Fail. Haben aber hier den gegnerischen Altar einnehmen können. Ein schöner Knock-up vom Jarvan auf den Echo. Wird das vielleicht sogar der nächste Kill? Nein, der Echo kommt noch weg. Lol, what the fuck geht hier ab, ey. Ich glaube, es sind gerade Dachziegel von unserem Haus runtergefallen. Lol, was ist das hier? Lol. Ich habe gerade gar nicht aufpassen können. Das hat sich so angehört, als ob Dachziegel von unserem Haus runtergefallen sind. Die Riven hat auf jeden Fall gerade die Wayne gekillt. Ja. Weiß ist auch Level 6 schon. Im Gegensatz zu Jarvan. Könnte jetzt natürlich schön Gank machen. Jarvan versucht jetzt auch hier auf die Botlane, auf den Jarvan zu gehen, auf den Echo zu gehen. Die Vi ist aber auch da. Muss da aufpassen. Er ist halt noch nicht Level 6. Das ist ein großer Nachteil auf jeden Fall. Aber immerhin beide immer noch gleich von Gold. Also ist noch ziemlich ausgeglichen das Spiel. Nicht so wie das eben. Irgendwie ging er ein bisschen schneller um. Boah, schöner Damage von Vladimir. Vi nimmt sich jetzt zurück den Altar. Wieder nicht den Stun getroffen. Die Wayne schafft es heute irgendwie nicht, den Stun zu treffen. Keine Ahnung warum. Aber der Vladimir-Damage ist echt krass. Heftig. Aber warum ist die Maus da jetzt? What the fuck? Doch, jetzt ist die Maus wieder weg. Echo muss ein bisschen weiter zurückstehen. Der Vladimir macht echt krassen Damage. Die Vi jagt hier den Jarvan durch den Jungle. Schon wieder nicht ins Stun getroffen, was ist da los? Echo muss direkt am Tower stehen, muss am Tower farmen. Aber müsste kein Problem sein. Ist vom Farmen her auch noch ausgeglichen. Oh, schön die Kuh getroffen und gleich die Ulti hinterher. Natürlich der Tumble in den Tower, damit weiß schön Tower Damage nimmt. Jarvan hat jetzt auch seine Ulti. Kriegt hier vielleicht sogar die Riven? Nein, die Ulti blockiert ihn selber.
Beide vom blauen Team sind weggekommen. Oh, schöner Engage vom Echo hier. Nimmt natürlich ganz schön viel Damage. Muss jetzt wahrscheinlich mit seiner Ulti zurück. Schafft es auch noch, bevor er stirbt. Schafft es noch, den Vladimir zu... Lol, der Vlad hat ihn echt noch weggesnackt. Kommt eventuell sogar weg. Nein, schafft es leider nicht mehr. Riven war zur Stelle. Ja. Hier wird eigentlich die ganze Zeit nur getrailt. Bis auf das die einen Kill mehr haben. Das blaue Team. Die 3 Meter Hängemöppel. Ne, wer ist jetzt da was von? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das hier ein bisschen. Was ist das denn für ein Wort? Wenn es hier ein bisschen ins Late Game geht. Bin ich mal gespannt, was da so passiert. Die Fights werden auf jeden Fall ganz schön gut, glaube ich. Wird auf jeden Fall spannend noch, das Spiel. Bis jetzt ist hier noch gar nichts entschieden. Echo wieder nur am Tower. Traut sich nicht wirklich zu farmen. Ist natürlich gegen Vladimir auch scheiße. Ich hasse auch gegen Vlad zu spielen. Es gibt nichts Schlimmeres. Also doch, gegen Heimerdinger zu spielen. Das ist noch viel schlimmer. What the fuck? Das Wind. Das musste man auf jeden Fall gehört haben. Oh, so ein heftiger Sturm. Jetzt schöner Dodge von der Riven. Hat auf jeden Fall schön die EQ von Jarvan gedodged, den Knock-Up. Vladimir wollte auch noch hochkommen gerade, aber hat dann gemerkt, dass der Jarvan nicht getroffen hat. Echo kann hier echt nichts machen. Muss man ja sagen, ne? Also er hat keine Chance, irgendwie was zu machen. Chancenlos. Jarvan jetzt wieder auf der Top-Lane, aber will, glaube ich, nur deffen. Nicht engagen. Ja, Echo schon über Hälfte Leben weg wieder. Der Vlad pokt den einfach so hart. Ja, Vlad steht einfach nur die ganze Zeit da und farmt. Und Echo kann nicht wirklich was machen. Ich bin ein bisschen müde. Oh, ich glaube, er weiß nicht, dass die Y da drin ist. Es könnte böse ausgehen, ja. Das war auf jeden Fall böse. Ja, das war ein großer Fehler. Keine Chance für Wayne, da wegzukommen. Wayne hier mit ein bisschen Problem. 0-3 steht sie mittlerweile. Feedet hier ein bisschen die Riven. Riven hat bis jetzt alle Kills. Nicht nur ein bisschen, sie feedet die Riven. Ja, Jarvan ist mit somit auch... Und ja, sogar Riven kriegt den Kill, obwohl sie gar nicht mehr da war. Stirbt jetzt aber, Vlad kriegt das Geld, das ganze Gold. Weil kriegt da sogar eventuell noch die Y, aber dann doch nicht. Y hat sich auch nochmal einen Kill weggesnackt. Schon wieder 2 Kills für die Riven und einen für die Y. Das ist böse. Wayne macht jetzt aber hier den Engage auf den Echo. Er springt mit seiner Ulti zurück. Ja, das war sehr nice gespielt. Er hat auch keine Chance mehr, irgendwie noch irgendwer hinzukommen. Guter Disengage vom Echo. Guter Escape. Ein 2-Level-Vorteil für die Riven, das ist natürlich mies. Wayne kann ja nicht wirklich was machen. Wayne aber mit ein bisschen mehr Farm, muss man sagen. Auch wenn sie 0-3 steht. Aber natürlich hat Riven das Gold mehr. Also mehr Gold.
durch die ganzen Kills. Bei spürt jetzt auch hier, glaube ich, gerade den Damage vom Blatt. Hat sich da ein bisschen überschätzt. Hätte ich gedacht, dass sie, dass der Vladimir so viel Damage macht. Jarvan jetzt auch auf der Lane. Natürlich ist ja gerade das Trinket eingesetzt worden in dem Busch. War ich schon wieder da am Warten. Jarvan aber auch Top Lane, also es wären 2 gegen 2 auf der Top Lane. Bin ich mir auf dem Weg jetzt auch nach oben, oder? Nee, doch nicht. Der Tower ist jetzt auch weg. Erster Tower. Oh, hier der Engage auf dem Echo. Den könnten sie theoretisch kriegen. Kriegen sie auch. Müssen natürlich jetzt schnell weg, weil da kommt die gefeedete Riven. Könnten aber eigentlich einen Fight eingehen, auch wenn Jarvan jetzt keine Ulti mehr hat. Vi hat natürlich ein Disengage mit ihrer Kuh. Oh, jetzt hat sie den Stun getroffen. Das war wichtig. Hat auch die Ulti drauf bekommen, der Blatt. Ja, das war ein easy Kill. Schön gemacht. Hat der Jarvan sogar noch einen Assist bekommen. Das war ein schöner Kill. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Holen von Gold auch wieder auf. Schmeißen das Spiel ein bisschen weg. Hier, die Blauen. Ich weiß, ich habe die Namen vergessen. Der erste Tower ist jetzt auch gefallen. Eine Feed Riven bringt nichts, wenn die anderen zwei nicht spielen. Also nicht so gut spielen. Da bringt eine gefeedete Riven auch nicht so wirklich was. Bin ich gespannt, was sie hier machen. Bin auch gespannt, wer das hier gewinnt, echt. Also, das ist eines der spannenderen Spiele. Spannenderen, whatever. Wayne aber auch. Wayne hat auf jeden Fall den größten Farm hier. 130 mittlerweile schon. Ist echt nicht schlecht. Weil holt sich jetzt hier ein Altar zurück. Wird aber sofort vom Jarvan davon abgehalten. Riven hat ihre Ulti aktiviert, also könnte theoretisch reingehen. Jarvan fokussiert sich komplett auf die Riven, währenddessen Wider von Wayne weggebumst wird. Riven kommt aber weg. Auch keine Angst haben, obwohl doch, lol, das hätte ich nicht gedacht. Dass ich dachte, ich hatte der Vlad hätte schon seine Ulti gemacht. Was laber ich hier eigentlich, ey? Und schon haben sie sich das Spiel wieder umgedreht. Die Roten sind wieder weiter vorne. Das kann ich jetzt noch tausendmal sagen. Das nächste Event, also das nächste Turnier sozusagen. Das werde ich jetzt nicht sofort danach machen. Erstmal ein bisschen warten. Wird dann wahrscheinlich. Oh, lol. Ich bin auf meine Maus gekommen. Dann wird es auch wahrscheinlich mehr zu gewinnen geben. Wenn es ein 5-5 Turnier ist, dann wird es auf jeden Fall eine Menge zu gewinnen gehen. Da muss man sich natürlich auch eine Menge anmelden dann. Jetzt holen sie sich aber ihren Altar. Da habe ich gerade die ganze Map aufgedeckt. Kann das sein? Ach, jetzt geht's wieder. Bin auf F gekommen. Ich habe nichts mehr zu trinken, ey. Ich brauche unbedingt irgendwas zu trinken. Ich laber hier die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Oh, Jarvan geht da ganz schön deep in den gegnerischen Jungle. Weiß, glaube ich, nicht, dass die Wider ist. Way haut aber ab.
Hat ein bisschen Angst davor. Die Jarvis sind natürlich mega tanky. Der Vlad natürlich auch. Also der Vlad ist am besten hier von allen, glaube ich. Oh, jetzt wird aber gegankt. Das wird schwer dann auch wegzukommen. Ich glaube, das war's für den Vlad. Ja, der ist auf jeden Fall weggecatcht worden, oder? Also die Vi hat ihn auf jeden Fall bekommen, aber beide von dem roten Team sterben sogar noch. Beide von dem blauen Team. Riven war leider auf der Top-Lane, sonst hätten sie vielleicht ein bisschen mehr reißen können. Wurde gerade gefragt, wer überhaupt Kai ist. Ja. Kai macht keine Videos mehr. Ihr könnt ja mal die Videos von früher, sage ich jetzt mal, angucken. Was gab's denn da, was wir zusammen gespielt haben? Such mal Rokorti Borderlands 2. Da müsstet ihr eigentlich was finden. Und die Y wird weggecatcht. Das ist natürlich gemein. Ja, er hat irgendwie keine Lust mehr Videos zu machen oder so. Keine Ahnung. Er macht jetzt diese komischen Festival-Videos. Wo er immer auf diesen komischen Festivals ist. Ich weiß auch nicht, warum er sich da nicht einen eigenen Kanal für macht. Schade, schade. So, 160 Farm ist aber auch auf dem Wladimir. Also hat der Vlad jetzt auch genauso viel Farm wie Dwayne. Oh, starten sogar jetzt die Spinne da, weil Echo Botlane ist. Das seht ihr wahrscheinlich gerade. Ich glaube auch nicht, dass der Echo jetzt so schnell nach oben kommen kann. Ah, der Vlad wird jetzt natürlich ganz schön angegriffen hier, aber kann sich mit dem Pool noch wegretten. Ulti auf beide auf jeden Fall getroffen. Vlad wurde da instant weggecasht, aber die Vi auch. Oh, nice Damage auf jeden Fall. Ja. Auch wenn die Wayne am Anfang ganz schön gefällt hat, jetzt mittlerweile merkt man, wie OP sie ist. Oh, schön den Dash von dem Echo weggeschossen. Das war mega nice gemacht, auf jeden Fall. Ja, jetzt mit dem Buff geht es natürlich noch schneller hier zu pushen. Jetzt können sie natürlich durchpushen. Ich weiß gar nicht, was das für ein komischer Buff ist, der die, den die Spinne jetzt immer gibt. Keine Ahnung, was er macht. Ja, Wayne ist im Late Game natürlich immer OP, ja. OP-ra, OP-ra. Mehr OP. Je mehr Minuten vergehen. Ja, so schnell kann sich das Spiel drehen. Aber die holen sich jetzt erstmal ihren Altar wieder. Boah, eine Kuh von dem Wladimir, habt ihr den Damage gesehen? Ist echt krass. Ich würde Vlad auf jeden Fall bannen. Wäre ich jetzt hier im Turnier dabei. Ich muss gleich jetzt mal rausgucken, was da so abgeht, ey. Mega der Sturm draußen. So, das Spiel ist ja mittlerweile 24 Minuten schon lang. Zieht sich ganz schön hin. Scheint, als ob das eins von den längeren Spielen ist. Oh, Alter, dieser Damage schon blatt ist so unnormal. Ich weiß gar nicht, wie lange der Buff von der Spinne hält. Oh, pushen die aber schon in die Base rein. Die anderen kommen jetzt erst. Die waren nämlich auf der Botlane. Der Inhibitor fällt eventuell sogar. Ja, den kriegen sie auf jeden Fall. Jetzt wird es natürlich noch mieser. Willst du jetzt sogar vielleicht sogar den endgültigen Kampf geben? Man weiß es nicht. Ich mach schon mal das hier so aus.
Wobei, hat, glaube ich, gerade gedacht, dass sie da engagen soll, aber hat es dann doch lieber gelassen, weil sie sieht, wie viel Damage sie alleine von den Minions fressen. Leute, der Tower, Alter, wie viele Shots der gerade gemacht hat. Hat er einfach 3 Shots instant abgeschossen. Leute, der eine Super Minion pusht den ganzen Tower dadurch. Lol. So, jetzt kommt hier der Engage auf die Riven. Die Riven ist auch instant rausgecatcht worden, obwohl sie überlebt. Lol. Der Vlad war da unten auch noch. Ja. Vi kickt zwar hier noch den Jarvan, aber Wayne und Vladimir leben natürlich noch. Echo versucht jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwas zu machen, aber kriegt nichts mehr. Somit hat das rote Team hier... Oh, die porten sich jetzt nicht ehrlich back, oder? Alter, das ist doch jetzt nur Wettbewerbsverzögerung, ey. Ganz ehrlich, Leute, warum müsst ihr jetzt euch nochmal backporten? Och man. Wir hätten jetzt ein schönes Ara machen können. Und ihr müsst natürlich jetzt noch. Och man, ey. Ich schau, dass sie einfach finishen. Ich verstehe es nicht. Ey, wenn die das jetzt noch verlieren, ne? Ich lach so hart. Ich lache sie einfach so hart aus. Na, die werden das jetzt sowieso finishen. Gehen alle Botlane. Wollen die Botlane wahrscheinlich auch nochmal durchpushen. Komplett. Ja, vielleicht war das deren Ziel. Obwohl sie das so einfach hätten finishen können schon. Keine Ahnung, warum sie das jetzt noch machen. Altar jetzt auch noch eingenommen. Ja, das bringt nichts mehr. Jarvan geht in den Tower rein. Ja, was wollen sie da jetzt noch machen ohne Minions? Ich finde Echo gar nicht mehr so gut. Am Anfang war er noch ganz cool. Weil er dann nicht so wirklich genervt wurde. Oh, jetzt der Engage hier von der Vi. Sofort instant auf die Wayne. Die Wayne ist auch sofort draufgegangen. Jetzt sogar auch der Jarvan. Ich lach sie so aus. Ich hab's gesagt. Kriegen sie jetzt sogar noch den Blatt? Ass für das blaue Team. Ass für das blaue Team. Was ist denn jetzt los, Alter? Oh mein Gott. Ich hab's euch gesagt. Wenn die das jetzt noch verlieren, ich lach so hart, ne? Sind alle 30 Sekunden tot. What the fuck? Kriegen auf jeden Fall den Altar jetzt. Schöner Fight. Das wäre auf jeden Fall lustig, wenn die das jetzt noch verlieren. Ein paar Sekunden haben noch. Den Tower können sie auf jeden Fall bekommen. Wayne, da ist, dauert noch, bis sie auf der Lane ist. Ja, ein Tower kriegen sie dadurch. Und beide Altäre. Das ist natürlich jetzt bitter. Spinne ist auch respawn. Wenn das jetzt, wenn die jetzt noch zurück ins Spiel kommen, ne? Jarvan fängt jetzt aber mit der Spinne an. Also sie wollen auf jeden Fall den Buff haben. Alle von den Gegnern sind weg. Vi portet sich auch gerade noch weg. Ja, der Buff gehört wieder ihnen. Weggesmited, Ekelschlund. Ja, jetzt haben sie natürlich wieder den Buff. Das ist... Na, jetzt glaube ich es doch wieder eher nicht, dass sie das noch drehen können. Ja, jetzt werden sie wahrscheinlich durchpushen.
Bevor sie jetzt, denken sie, ja, jetzt kommt der Engage sowieso wieder instant auf die Wayne. Kriegen sie auch wieder, sie kriegen wieder die Wayne. Jetzt machen sie alles auf den Jarvan, kriegen auch den Jarvan und sie kriegen den Blatt. Es ist wieder das Ace. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie haben sie wieder geaced. Trotzdem Spinnenbuff. Mittlerweile sieht es doch ein bisschen besser aus für die Blauen. Haben auch wieder einen Goldvorteil. Was ist hier los? Wollen jetzt nur durchpushen. Und so schnell wie möglich hier den nächsten Tower. Da haben sie vielleicht einen Fehler gemacht. Die Roten hätten sofort finishen können eben. 10 Sekunden haben sie noch für den nächsten Tower. Ne, machen sie glaube ich nicht, oder? Macht UI vielleicht noch was? 5 Sekunden. Leute, hat auf jeden Fall eine Menge Attacks. Wir können den Tower auf jeden Fall noch nehmen. Auch wenn die Vayne jetzt kommt. 2 Tower und ein Ass wieder. Trotz des Buffs. Okay, sie haben jetzt schon 3 Tower dadurch verloren, durch ihr Getrolle. Wenn sie das jetzt ehrlich noch verlieren, das wäre richtig lustig. Ah, jetzt wurde der Echo natürlich weggecatcht, das war mies. Oh, jetzt müssen sie natürlich auf den Echo warten und der ist 50 Sekunden tot. Ja, der Jarvan hat natürlich ziemlich wenig Farm. 83 Farm erst, das ist natürlich echt ein bisschen wenig. Aber dafür hat er ganz gute Ganks gemacht. So, jetzt nehmen sie wieder den Nidalee hier. Haben wir ja eben schon die Situation gehabt. Oh, ich glaube, das war nicht so schlau, zu zweit zu engagen. Auf jeden Fall haben sie die Wayne rausgenommen. Dafür, dass es 2 gegen 3 ist, ist der Fight eigentlich ganz gut gelaufen. Sie macht sogar noch den Jarvan mit. Und der Blatt wird auch noch. Ich glaube, der Blatt stirbt auch noch. Die machen sie 2 gegen 3. 2 gegen 3. Alter, was geht denn jetzt ab? Ohne den Echo haben sie den Fight hier gerade gewonnen. Das will ich nur mal so sagen, ne? Ja, Echo ist jetzt natürlich auch wieder da. Kann jetzt beide, die können jetzt beide Lanes sogar pushen. Was macht sie denn? Ach, sie will jetzt sofort auf den Inhib gehen. Sie hat noch 10 Sekunden. Den Inhib schafft sie auf jeden Fall. Oder wie viel Damage sie macht. Lol. Haben einen Altar bekommen und den Inhib. Und die Gegner haben noch nicht mal den Inhib eben bekommen. Das ist natürlich bitter. Wenn sie den Fight verlieren, ne, wenn sie das Spiel noch verlieren, die Roten. Mit diesem Disrespect eben. Die standen vor dem Nexus, hätten finishen können und haben sich gebackportet. Haben Backport gemacht. Keine Ahnung, wollten das Spiel nur noch rauszögern. Und jetzt haben sie gerade die spüren sie gerade die Konsistenz. Boah, ich kann nicht mehr reden, Alter. Ich rede jetzt gar nicht mehr, Leute. Es wird so blöd. Ich setze mich jetzt hier hin und pimmel mir ein, ey. Ich weiß nicht, warum ich gerade so FPS-Drops habe. Das ist ein bisschen kacke. Jetzt kommt es wahrscheinlich zum letzten Fight hier. Die Wayne. Wayne stand da oben zwar. Ich dachte, jetzt wird der Fight hier ausbrechen, aber leider nicht. Der Jarvan war auf der Top-Lane. Hätten die Blauen natürlich theoretisch ein bisschen was machen können. Was versuchen sie jetzt? Das ist die Frage. Oh, Marius hier, der Mod, der macht das schon.
Oh, jetzt hier vielleicht der Engage. Der Jarvan instant auf die Y. Aber sie fokussen natürlich wieder die Wayne als erstes raus. Jetzt hier auch die Y gefallen. Aber der Jarvan ebenfalls. Echo muss da ziemlich aufpassen jetzt. Der Blatt ist natürlich auch noch da. Den Blatt können sie jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Das wird knapp. Oh, ein bisschen die Kuh gefällt. Lol, instant weg der Echo. Keine Chance. 2 für 2 mittlerweile der Fight. Und jetzt wird die Riven wahrscheinlich auch noch sterben. Obwohl sie macht ziemlich harten Damage. Hat natürlich ihr richtig krasses OP-Schild. Reckt jetzt ein bisschen ihr Leben. Oh, das wird ein knapper Fight auf jeden Fall. Oh, ja, die Riven macht es tatsächlich. Und jetzt hat sie noch 15 Sekunden, um den Nexus zu zerstören. Und das wird sie tun. Sie wird es einfach machen. Obwohl, nein, sie schafft es nicht. Zu wenig Minions. Oh, 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 oh. Und die anderen beiden sind wieder da. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie den Nexus echt schafft. Oh, shit. Alter, ist das Spiel spannend. 36 Minuten mittlerweile. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich dachte gerade, es ist echt vorbei, aber so ist es nicht. Auf jeden Fall knappe Sache hier. Beide waren schon am Nexus. Aber keiner hat es bis jetzt zum Sieg gebracht. Jarvan holt sich jetzt erstmal wieder den Altar. Ist auch natürlich auch wichtig. Stimmt, die Spinne ist ab. Gibt es da jetzt den letzten Fight, der alles entscheidet? Dwayne hat, glaube ich, gesehen, dass sie bei der Spinne stehen. Jarvan kommt jetzt auch zur Spinne hoch. Oh, sie wollen die Wayne instant rausfokussen und das schaffen sie. Das war's, glaube ich. Jetzt werden sie natürlich die Base rushen. Jarvan merkt auch, ich muss mich backporten. Ach, der Inhibit ist wieder. Leute, der ist schon wieder da. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, können hier nicht so wirklich was machen ohne Minions. Müssen natürlich auch aufpassen, weil da der Nexus Tower noch steht. Also so wirklich deep können sie jetzt nicht reingehen. Wayne ist noch 25 Sekunden tot. Wir haben jetzt die Minions, werden jetzt wahrscheinlich auch den Inhib. Na, ich weiß nicht so wirklich. Okay, gehen back, holen sich lieber die Spinne. Das andere Team muss natürlich deffen. Ja, die Spinne haben sie. Müssen natürlich auch erstmal Botlane gehen, weil die Minions pushen Bot auch ganz schön durch. Oh oh, da kommt der Blatt. Mit dem Flash hat er natürlich im nächsten Fight nicht mehr. Falls er den überhaupt noch braucht. Oh, Blatt kriegt da zwar mindestens die Riven, aber kriegt er doch nicht, weil er. Oh oh, das Schild von der Riven ist einfach OP. Blatt ein bisschen zu greedy da gewesen, hat sich sogar noch reingeflasht. Echt krass. Das wird sehr eng, das Spiel. Was das für eine Elo ist, also das rote Team hat auf jeden Fall eine sehr hohe Elo, das weiß ich. Platin oder Diamond oder so, keine Ahnung. Oh, die FPS droppen natürlich jetzt nach so einer 40-Minuten-Aufnahme. Ich glaube, meine Festplatte macht auch langsam schlapp. Ich habe nicht mehr so viel Gigabyte frei. Muss gleich erstmal ein paar Sachen löschen, bevor ich gleich weiter aufnehme. Nicht, dass meine Festplatte gleich voll ist und ich nichts mehr machen kann. Ja, was sollen sie jetzt machen? Ich würde anstelle des blauen Teams würde ich jetzt auf die Botlane gehen und da ein bisschen durchpushen. Weil sie haben ja immer nur die die Toplane im Fokus. Natürlich ist er jetzt wieder der Super Minion, der von da ganz hinten angreift. Da seht ihr es, wie der Inhib down gemacht wird. Ja, hat er fast geschafft sogar.
So, Echo ist natürlich schon ein bisschen angeschlagen. Muss aufpassen. Aber ich glaube, das zögert sich noch ein bisschen raus hier. Mal gucken, wer hier als erstes engaged. Botlane pusht natürlich auch durch die Minions. Jarvan muss jetzt auch Bot gehen. Also es wäre eine Möglichkeit zum Engage. Ja, die machen es auch. Aber wenigstens den Innenpanzer bekommen. Oh, Ulti auf alle drei getroffen. Boah, da Damage, Alter. Krasser Damage. Der Echo wurde fast nur von der Ulti getötet. Boah. Auf jeden Fall hat der Jarvan erstmal seine QE gefällt über die Wand. Das Bauteam muss ich jetzt natürlich nochmal zurückziehen. Das ist bis jetzt das längste Match im ganzen Turnier, glaube ich. Krass auf jeden Fall. Riven springt hier über den Tower. Jetzt machen sie doch das, was ich eben gesagt habe. Sie müssen mal Botlane gehen. Ich dachte gerade, was kommt da hinten an? Aber das war der Geist von Echo. Ich dachte gerade, what the fuck? Ja, jetzt wird der... Das ist so ein ganzes Dash-Spiel einfach nur. Wir können das hier doch nicht Stunden vorauszögern, ey. Die deffen und deffen und deffen. Jetzt kommt hier vielleicht der Fight. Trauen sie sich jetzt zu engagen? Irgendwer muss ja mal engagen. Aber wieder ziehen sie sich zurück. Haben natürlich den Altar jetzt bekommen und haben dadurch wieder ein bisschen Bonus. Irgendein Bonuszeugs. Keine Ahnung, was man dadurch bekommt. Vladimir mittlerweile mit 300 Farm. Echt krass. Aber nach 40 Minuten geht das schon klar. Echo fehlt immer noch ein Item, lol. Echo hat noch Dorans Ring in seinem Inventar. Also. Das fällt mir gerade so auf. So, das sind gerade alle Botlane. Oh, jetzt campen sie da. Das ist natürlich die beste Taktik, die man hier machen kann. Ja, sie bleiben aber in der Base. Lassen sich hier nicht irgendwie in eine Falle. In der Falle trappen. Das Spiel zögert sich echt hammermäßig heraus. Oh, die Spinne ist auch wieder da gleich. Gehen sie sofort hin. Da spawnt die Spinne und schon gehen sie drauf. Alter, macht die immer noch mega viel Damage. Müssen natürlich jetzt wieder sofort weg. Ja, der Inhibitor ist auch wieder fast da. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, nicht mehr in der Zeit vom Spielen her. Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil das Spiel dauert echt krass lange, ey. Gut, dass wir so früh angefangen haben heute. Jetzt wären wir jetzt nicht mehr in der Zeit. Kommt jetzt vielleicht der endgültige Fight hier? Ich kann das jetzt mittlerweile ausmachen, interessiert keinen mehr.
Und jetzt rennen sie wieder weg. Das blaue Team könnte da easy engagen, wenn sie einfach nur die Wayne rauspicken. Oh, jetzt der Jarvan engaged. Geht er ein bisschen zu deep? Echo springt sofort wieder mit seiner Ulti raus. Vlad ist da ziemlich low. Vlad ist auf jeden Fall tot. Und irgendwie ist der Wayne auch noch rausgefokust worden. Und das war es jetzt, glaube ich. Der Jarvan kann das auf keinen Fall alleine deffen. Ja, der Tower wird jetzt instant down geschlagen hier. Jarvan wird ja nochmal gestunt. Lol. Kriegt sogar noch den Echo durch irgendeinen. Keine Ahnung was. Was macht T-Way? Lol. Er kriegt sogar einen Double Kill. What the fuck? Immer noch nicht vorbei. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie das eigentlich machen, aber Jarvan hat es irgendwie noch geschafft, einen Double Kill zu machen. Sie hätten es doch schon längst finishen können. Oh man, Leute. Das gibt's doch nicht, ey. So, Jarvan holt sich erstmal wieder den Altar für den Bonus. Ja, die Roten hätten das echt schon von einer halben Stunde finishen können. Alter, 47 Minuten Aufnahme. Das wird spaßig beim Rendern. Dauert bestimmt nicht lange oder so. Dauert auch bestimmt nicht lange hochzuladen. Nein, Leute. Dauert nicht lange. Ach man. Also der Fight war eigentlich ganz nice. Bis auf der Schluss. Das war ein bisschen kacke gespielt. Der Jarvan hat echt. Vorhin, woher hat er auf einmal der Jarvan den ganzen Damage raus. Woher? Wo jetzt hier der Engage? Ja. Alles sofort wieder auf die Wayne. Riven snackt sich auch die Wayne weg, weiß aber auch durch irgendwas gestorben. Hat sogar noch die Wayne den Kill bekommen. Hier ist das Problem wieder, Riven und Vlad als Axis überleben. Oh. Riven muss jetzt aufpassen. Hat natürlich ihr Schild. Oh lol. Ace. Sie hätte natürlich auch einfach zum Nexus rennen können und hätte ihn machen können. Was macht der Vlad jetzt? Er rennt, glaube ich, zum Inhib. Alleine kann er das auf jeden Fall nicht machen, weil die Vi in 25 Sekunden wieder da ist. Was macht er da? Anstatt den Inhib versuchen zu. Obwohl, ne, 10 Sekunden schafft er das, glaube ich, nicht. Alter. Was ist hier los? Ja, Leute, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wer das hier gewinnt. Oh, der Jarvan geht ja ganz schön deep. Aber seine Teammates folgen ihn nicht, also. Oh, jetzt geht er schon wieder rein. Aber ich schätze mal nicht, dass er eine Ulti. Okay. Jetzt muss das natürlich das blaue Team wieder deffen. Und in der Base haben sie bis jetzt jeden Kampf gewonnen. Wenn sie diesen jetzt auch gewinnen, dann war es das für die Roten.
enge Sache hier auf jeden Fall. Oh Mann, Leute. Wann kommt jetzt hier der letzte Fight? Das ist die Frage. Wir warten schon seit einer halben Stunde drauf. Alter, 50-Minuten-Spiel, was ist mit euch los? So. Schlagen jetzt hier wieder den Inhib down. Oh oh, jetzt finishen sie. Die Wayne macht hier den X-Packe. Macht sie den X-Packe? Schafft sie es? Nein, sie schafft es nicht. Aber. LOL, LOL! Oh. Das war ganz knapp. Richtig knapp war das. Alter, was war das denn für ein Spiel, bitte? Holy shit. Krasses Spiel auf jeden Fall, GG. Alter.